sehr viel Zeit. Wir sind alle zu Hause wegen dem Coronavirus. Ich hoffe, es geht euch gut und ihr seid alle gesund. Passt bitte auf euch auf. Und ich will mal kurz sagen, wie ich in den 80er Jahren trainiert habe. Ich habe ein, zwei Bewegungen gemacht, das stundenlang trainiert, manchmal tagelang, wochenlang habe ich trainiert, bis das einigermaßen gut aussah. Und jetzt möchte ich mal euch mal ein paar mit der Grundtechnik erstmal anfangen. Erstmal möchte ich mal zeigen, wie man die Grundtechnik richtig ausführt. Okay, ich baue alles langsam aufeinander auf. Zuerst möchte ich mal Iras und diese Beinarbeit, die erkläre ich euch noch später. Aber zuerst möchte ich mal, wenn ihr mal Iras seid, wie ich meine Faust total entspannt und aus der Position mit Power nach vorne schlage. Das Wichtigste ist, die Faust ist da, wo der Solarplexus ist. Von hier aus schlage ich Richtung Hals und er steigt von unten nach oben auf. Okay? Von hier aus. Wenn ihr das 10-mal rechts ohne auszuholen, locker wie Yin und Yang bringt. Das Wichtigste ist, die richtige Muskelgruppe einsetzen, die andere entspannen und nicht verkrampft schlagen. Eure Faust ist total locker. Wenn ihr 10-mal rechts gemacht habt, danach schlägt ihr dasselbe auch mit links. Okay? So, also ein Faust, eine Handlänge vom Solarplexus Abstand und von hier aus direkt nach vorne. Und wieder zurück, ohne auszuholen. Und das Ganze locker mit Power. Explodieren. Okay, wenn ihr das gemacht habt, anschließend trainiert ihr mal Kettenvorstöße. Kettenvorstöße, nehmt einfach mal rechte Faust nach vorne. Und der linke ist da, wo es Ellbogen ist. Also, Ellbogen ist leicht gedeckt. So, schützt eure Rippen, senkt eure Ellbogen von hier aus. 1, 2, 3. Also zuerst mit der vorderen Faust schlagen, weil ihr mit der vorderen kürzere Distanz zu eurem Ziel habt. Schlägt deswegen zuerst mit der vorderen Faust. 1, 2, 3. Okay? Von hier aus. Zuerst immer mit der vorderen. Immer mit der vorderen. 1, 2, 3. 4. Ellbogen senken. Wieder. Okay? So, wenn ihr das gemacht habt, dasselbe machen wir jetzt mit der Wendung. Das Wichtigste ist, wenn ihr eure Wendung macht, verlagert das eure Gewicht auf das eine Bein und dreht das andere so weit, dass beide Füße parallel sind. Ja? Achtet mal drauf bitte. Hier ist eure Nase. Verlagert das eure Gewicht auf das eine Bein und dreht das andere so weit raus, dass beide Füße parallel sind. Also, wenn ihr eure Kettenvorstöße mit Wendung macht, ihr schlägt immer auf denselben Punkt. Hier steht euer Gegner. Hier steht euer Gegner und eure beide Waffen sind auf Gegner gerichtet. Ja? Und hintere Faust ist da, wo der Ellbogen ist. Und wir schlagen immer zur Mitte. Okay? Und das Wichtigste ist, überkreuz schlagen. 1, 2, bei dem dritten geht ihr zu Wendung. 1, 2, 3. Okay? Und immer auf denselben Punkt schlagen. Okay, jetzt machen wir, gehen wir zu der nächsten Bewegung. Die nächste Bewegung machen wir erstmal nur mit einem Arm. Schlagen, also von hier aus. Schlagen, Tansau. Tansau einfach mal nachgeben, aufnehmen. Und den Schlag aufnehmen, Tansau machen, Schulterhöhe, Schulterbreite, von hier aus mit Faust. Tansau mit Faust. Von hier aus lernt ihr auch, ohne auszuholen, ohne zurückzuziehen, Power zu trainieren. Okay, von hier aus, bam. Wenn ihr 10-mal rechts, dann 10-mal links und das ständig wiederholen. Ist ja richtig, ihr Power habt. Okay, dasselbe machen wir jetzt mit zwei Armen, also gleichzeitig steigen. Panzer Faustschluss. Rum. Schulterhöhe, Schulterbreite auf eine Linie, Faust schlägt zur Mitte, zu der Zentrallinie. Okay? Wir haben fast gleiche Länge.
Hansa mit Faust ist die gleiche Länge. Handfläche ist wieder nach oben gerichtet. Ja, und jetzt Hansa, Fauststoß. Okay, wenn ihr das gemacht habt, jetzt machen wir das Ganze mit der Wendung. Also Hansa, Fauststoß mit der Wendung. Und jetzt von hier ist 1, 2, 3. 1, 2, 3. Also beide Waffen sind immer nach vorne gerichtet. Okay? Nicht sowas machen, das ist total falsch. Sondern nach vorne. Direkt, eure beide Waffen sind nach vorne gerichtet. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Und das könnt ihr schnell machen. Okay? Nur nicht in der Wendung schlagen. Weil wenn ich damit schlage, diese Faust zieht meinen Körper wieder gerade. Ich werde wieder gerade, wenn ich mit dem Panzer anschlage. Okay? So, und jetzt kommen wir zu der nächsten Bewegung. Die nächste Bewegung ist Gansau. Wichtig ist, Gansau auch als Angriff nehmen. Mit dieser Knochen habe ich. Ich greife Arm vom Gegner an. Ja, von hier aus. Wie beim ersten Satz, dieser Arm ist nicht durchgedruckt, ist leicht angewinkelt, so dass es meine komplette Körper geschützt ist. Und nicht sowas, sondern dreht eure Arm und greift mit diesem Knochen, mit dieser Elle, Arm von Gegner an. Wenn ihr diese Gansau gemacht habt, bumm, von hier aus direkt, ohne zurückzuziehen, V-Stoß geben, bumm. Und das ständig machen. Wenn ihr 10 Mal gemacht habt, geht ihr mit der linken Arm. Okay, jetzt kommt Gleichzeitigkeit. Okay, 1, 2, bumm. 1, 2, bumm. Wie beim ersten Satz. Diese Distanz ist auch der Distanz. Sonst bewegt sich alles in der Mitte. Okay? Machen wir jetzt auch immer mit der Wendung. Achtet mal drauf. Die Arme bleiben beide in der Mitte. Die bewegen sich nicht. Was bewegt, ist mein Körper. Mein Körper bewegt. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Was sich da bewegt, ist nur mein Körper. Angreifen, gleichzeitig. Und Körper geht aus der Zielrichtung vom Gegner weg. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okay, liebe Freunde, liebe Schüler und liebe Kampfkünstler, trainiert erstmal das. Ich habe da vorhin auch gesagt, in den 80er Jahren habe ich so trainiert, 1, 2 Bewegungen und da ziemlich lange, viele Stunden investiert, bis das einigermaßen gut war. Und eins kann ich euch versprechen, ich werde langsam alle anderen Videos hier drauf aufbauen. Erst werde ich mal mit der Grundtechnik beginnen, vielleicht später mit der Schrittarbeit oder Befreiungssachen. Aber fangt bitte erstmal hiermit an. Ich wünsche euch erstmal viel Spaß zu Hause. Passt auf euch auf, passt auf eure Familien auf. Bleibt bitte zu Hause und wünsche euch jetzt schon viel Spaß zu Hause. Okay?